Fliegen ist natürlich auch so eine, ja, eigentlich eine gewisse Form von Sport. Das ist eine Herausforderung, die erfordert volle Konzentration. Und das macht natürlich auch Spaß, wenn man sieht, dass man das kann. Und auch da kann man sich immer weiterentwickeln. Peter Adrian, Hobbypilot und Immobilienunternehmer. Mit dem Fliegen verbindet er Menschen und Projekte. Wie beim Flughafen Oberpfaffenhofen bei München, den sein Unternehmen, die Trivo AG, an verschiedene Firmen vermietet. Wir wollen den Standort als Forschungs- und Entwicklungsflughafen ausbauen. Es gibt hier sehr interessante Ansätze, auch mit den Hochschulen, mit den Unternehmen hier vor Ort, den Standort weiterzuentwickeln. Für Bayern ist Luft- und Raumfahrt ein Technologiethema Nummer eins. Und da ist das hier eigentlich die Location, wo man am meisten entwickeln kann. Zweimal pro Woche fliegt Peter Adrian von Trier nach Oberpfaffenhofen. Er liebt das Unternehmerische, informiert sich, organisiert, entscheidet. Zum Beispiel über Technik oder Gebäude. Heute geht's um neues Personal für die Flughafenfeuerwehr. Ich versuche eigentlich, die Dinge partnerschaftlich mit meinen Mitarbeitern zu entwickeln. Mitarbeiter sind eigentlich heute das wichtigste Kapital im Unternehmen und das kann man nur erhalten, wenn man ein gutes Klima hat, wenn man ein vernünftiges Miteinander hinbekommt. Und das geht eigentlich nur auf Augenhöhe, das geht nicht beherrschend. Ist das aktuelles Wetterbild? Oder? Ja, ich habe extra das lokale Wetter, das ist Wetter. Bei seinen Projekten kümmert sich Peter Adrian gerne um Details. Wenn es nur nicht so viele Hindernisse gäbe. Für uns ist die Bürokratie und die Anforderungen der Verwaltung ein tägliches Brot, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ein schwieriges. Wir haben in unserem Unternehmen einen Mitarbeiter, der ausschließlich damit beschäftigt ist, Genehmigungsverfahren zu koordinieren, zu begleiten, zu beschleunigen. Neben Flughäfen entwickelt und vermietet Peter Adrian unter anderem Gewerbeparks und bringt seine Erfahrung auch ehrenamtlich ein. Als IHK-Präsident Trier und in drei Stiftungen. Hilft dabei auch das Fliegen? Das Schlimmste, was Sie tun können, ist nicht zu reagieren und in Hysterie zu verfallen. Und das gilt ja eigentlich auch für uns Unternehmer. Auch wir werden mit unerwarteten Situationen konfrontiert, die wir einfach abarbeiten müssen. Kühlen Kopf bewahren.